Hallo, meine liebe Leserin da draußen, beziehungsweise Konnichiwa. Heute möchte ich euch einen Manga vorstellen, der meine Kindheit geprägt hat, beziehungsweise der Anime meine Kindheit geprägt hat und mich auch in gewisser Weise in die Richtung Anime, Manga, Otaku, Zeug gebracht hat. Und zwar rede ich von Rumiko Takahashis Ranma 1/2. Ja, also Ranma 1/2 sollten die 80er, 90er Kids noch kennen. Und jetzt hatte der Egmont Verlag die älteren Bände neu aufgelegt. Damals war das wirklich so, dass man ganz normal wie in einem Buch das gelesen hat. Jetzt in den Dickbänden zum Glück, wie man Mangas eben liest. Aber worum geht es in Ranma 1/2? Ranma Sawatome ist ein ganz normaler Teenager, abgesehen von seinen hervorragenden Kampfkünsten und diese eine merkwürdige Sache. Er verwandelt sich in ein Mädchen, sobald er mit kaltem Wasser in Berührung kommt. Aber als ob das noch nicht genug wäre, hat sein Vater seine Verlobung für ihn arrangiert. Gar nicht so leicht für Ranma, denn seine zukünftige Verlobte ist begehrt. Genau wie sein weibliches Ich. Ja. Man wird am Anfang schon sehr, sehr schnell reingezogen in der Geschichte. Man bekommt auch sehr schnell mit, dass warum Ranma sich zu einem Mädchen entwickelt und verwandelt und sein Vater in einen großen Panda verwandelt, wenn die beiden mit kaltem Wasser in Berührung kommen. Ranmas Vater hatte nämlich nichts Besseres zu tun, als mit Ranma bei verwunschenen Quellen zu trainieren. Und in diesen verwunschenen Quellen sind verschiedene Tiere und auch Menschen gestorben. In der einen Quelle ist halt der Panda verstorben. Sehr traurige Geschichte über Panda, der vor 2000 Jahren hier trank. Oder eben auch um das rothaarige Mädchen, das dort ertrunken ist. Aber es gibt, wie gesagt, auch noch ein schwarzes Ferkelchen, eine Ente, eine Katze. Und ja, es hat an Witz und Humor nichts verloren. Ich finde es von A bis Z, von hinten bis vorne, richtig witzig. Und ich bin so froh, dass sich mein Freund die Ranma 1/2 Bände jetzt kauft, beziehungsweise ich hatte die auch schon mal in einer alten Auflage, aber da kam man sehr schlecht dran, dann habe ich meine wieder verkauft für ein paar Piepen, damit weg. Aber es ist halt so schön, einfach mal ein bisschen Nostalgie wieder in den Händen zu halten. Rumiko Takahashi hat auch Inuyasha gezeichnet. Und man merkt das halt auch so, die Charaktere sind teilweise ähnlich, sie agieren teilweise ähnlich, es sind ein paar Perverse mit dabei und ja. Aber was auch sehr schön ist, das hat mein Freund auch gesagt, hierbei, wenn man eben Ranma 1/2 liest, hat man die deutschen Synchrostimmen im Ohr. Also ich hab's auch teilweise so, dass ich Ranmas Stimme im Ohr habe, die weibliche, die männliche Stimme. Dann Ryoga, der später hier auch auftaucht. Die hat man einfach im Ohr und es ist einfach wieder ein Stück Kindheit, die man sich hierher holt. Und ja, es ist einfach wieder fabelhaft und ja, wo ihr das Video seht, habe ich hoffentlich schon Band 5 durch. Also im Moment hänge ich bei Band 5 fest. Aber wenn ihr das Video gesehen habt, habe ich Band 5, vielleicht auch Band 6 schon durch und noch Band 7. Je nachdem, wie weit ich bin und wann das Video online kommt. Bis dahin, gehabt euch wohl, meine lieben Otakus. Ich wollte jetzt nicht das andere Wort benutzen, was Kuruma benutzt. Weil, nö. Das gehört jetzt hier nicht hin. Also, bis demnächst. Ciao.